frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich utopisch. Selbst für Piraten. Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Hodie, Amicum, Eris in Paradiso. Signum factus recipimus. Oh, kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Klar. Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen auf. Ja. Lass mal gut geht. Ups. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz.
vorbereitet sein, wenn sie kommen. Das für einen Mann? Fragst du das echt? Nach der ganzen Geschichte? Das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Leute, hast du hergebracht, Lilly? So hat sie sonst eine Grenze. Hoffentlich nicht. Besser für Sam. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Gezeichnet Adam Baldridge. Sie waren
erfrischt. Aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Was? Müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Ich hätte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los, gehen wir weiter. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Alles geflutet? Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Wunderschön. Was ist das?
Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Das ist sicher von der Gangi Sawai. Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Recht. Tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Das sollte gehen. Okay, weg da. Bitte. Okay, gut. Räumen wir das aus dem Weg. Ja.
Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Hey, hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Vault des
Tages pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Bingo. Frag ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Die Spuren führen durch diese Tür. Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, dann los, bereit? Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen.
Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister? Sehen wir uns um. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Dass sie uns die Arbeit schon abgenommen haben. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht...